Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, heute haben wir Großes vor. Und zwar wollen wir auf dem Bow River paddeln. Das ist hier in Kanada im Nationalpark Banff. Der Fluss schlechthin, also der fließt hier mitten durch bis nach Calgary durch. Und ja, heute wollen wir mit den Packrafts bzw. Schlauchbooten oder so auch immer dem Fluss lang paddeln. Ich habe noch keine Ahnung, wie gut das funktioniert, weil ich nicht weiß, wie tief der Wasserstand ist oder alles. Aber das Wetter ist schon mal herrlich. Ja? Der Nils ist auch schon am Start. Und da liegt schon die Ausrüstung. Wir werden jetzt erstmal die Boote aufbauen. Und dann geht es hoffentlich ab ins Wasser. Und hoffentlich bleiben wir auch trocken, oder? Ja, gucken wir mal. So, auf jeden Fall. Jetzt geht's los. Auf. Länger gedauert als gedacht, aber wir sind fertig. Meine Fresse. Ganz schön anstrengend. Jetzt müssen wir uns aber auch ein bisschen beeilen, weil langsam geht die Sonne unter und wir müssen noch ein bisschen paddeln. Und wir wollen auch noch ankommen und nicht im Dunkeln. Also, jetzt, bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Was war mit dir? Oh nein! Der erste Schuh ist nass, geil! Die hättest du doch da hinten reinmachen können, ans Ende. Na, da fallen die gleich wieder runter, Junge. Oder? Musst du irgendwo zwischenklemmen oder so? Ja, passt schon. Passt schon. Einfach los. Ja, so. Zelt, dann sitzt nicht. Freunde, wir müssen das Ganze noch optimieren. Wir machen das heute zum ersten Mal hier mit den Dingern. Ne? Alles neu. Und wir müssen uns ja erstmal ein bisschen einspielen. Ne? Ihr seht mich gar nicht, weil die Sonne so blendet. Egal. So. Hoffentlich kommen wir jetzt auch bald mal los. So, du dicke Ding. Können wir jetzt fahren? Schieb dich schon mal raus. Du kannst da mal an die Seite fahren oder so. Geht das? Versuch da runter, ist ein Stein. Ja, geht auch schon. Such dir mal eine ruhige Stelle. So, Freunde, jetzt muss ich auch hinterher. Oh, mal gucken, wie das wird. Oh, schön! Ich komme, Junge! Ich komme! Ist das schlimm, wenn deine Tasche nass wird? Nee, wa? Scheißegal. So! Ich weiß nicht, ob die Finne... Ach du Scheiße. Wir müssen nochmal richtig rumdrehen, das Ding. Ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist, völlig blauäugig loszustarten. Und? Was ist? Das ist doch irgendwie total verdreht bei dir, muss das so?
Direkt bei dir nach da. Weiß nicht. Entweder so und so, und dann geht nach da. Ach so. Ja? Bin jetzt total verdreht. Oh. Ah, gleich wird es schneller. Hauptsache ich setze dich auf. Ich setze schon auf. Ich setze schon auf. Wir hätten da fahren müssen. Ja, yeah. Wäre eine gute Idee gewesen, ne? Es geht schon los. Bisschen. Ja. Ich hab mir zu viel Socken gereicht. Ja. Ganz schön flach das Wasser. Puh. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Oh mein Gott. Du musst ja echt gucken, ja? Wo es hier lang geht. Puh. Naja, rechts, ja. Da so durch und da an dem Baum vorbei. Weiß ich auch noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Vor allen Dingen hier müsst ihr aufpassen auf Steine. Also das verdeckt bringt auch richtig viel was. Nicht gar nicht. Das Wasser läuft trotzdem rein. So, mitten durch statt nur dabei, oder? Schumba. Na, wie findest du es bis jetzt? Endlich mal ein bisschen ruhiger. Ja, die ersten Stromschnellen haben wir schon mal hinter uns. Das ging erstmal. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Wir müssen es echt erstmal reinfinden hier. Wir sind beide schon erstmal nass, ob trotz Spritzschutz und was weiß ich nicht alles. Ja, bringt gar nichts. Ich hätte doch einen Trockenanzug anziehen sollen. Mach ich vielleicht. Nee, kann ich gar nicht. Hab ich im Auto. So ein Mist. Naja. Was sagst du? Ich hab Wasser im Boot. Was? Ich hab Wasser im Boot. Wasser im Boot. Es läuft ja bei dir. Kein gelbes. So, ja. Braunes. Jetzt würde ich sagen, links lang. Einfach erstmal treiben lassen. Ah, Chewbacca. Wird schon gehen. To the river.
to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river, on the river we know. Sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking. My worries just keep growing by the day. I need a moment where the green and blue appear, to spin a rock and watch the ricochet. To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river, on the river we know. Sometimes the perfect words are left unsaid. You could change your mind when you're intertwined with the water and the waves. So, jetzt geht es mal ein bisschen entspannter weiter. Ich denke mal, die Stromschnellen haben wir jetzt erstmal hinter uns gelassen. Jetzt geht es erstmal ein bisschen entspannter weiter. Ja, Sonne steht noch, aber trotzdem, wir haben noch ein bisschen was vor uns, glaube ich. Bevor die Sonne untergeht. Ein paar Kilometer müssen wir noch fahren. Ich glaube, 22 Kilometer müssen wir paddeln. Aber das ist eine traumhafte Gegend hier, muss ich ehrlich sagen. Türkises Wasser. Und ich hätte erst Angst, dass nicht genug Wasser drin ist. Wir haben ja irgendwie Ende August. Schneeschmelze ist schon weg. Wo soll das Wasser herkommen? Ich habe auch keine Ahnung, wo das herkommt. Da ist auf jeden Fall reichlich drin. Ja, neben uns ist der Icefield Park. Nee, wer ist das? Highway. Deshalb donnert hier ab und zu mal so ein LKW vorbei. Der führt hier mitten durch den Nationalpark. Und tja, wir sind auch mittendrin. Und das Schöne ist, wir übernachten heute in dem Park, im Nationalpark. Sag mal, sind wir ja nicht total schief hier oder so? Ja, die LKW stören ein bisschen, aber das ist auch nicht mehr lange so. Bald entfernen wir uns wieder vom Highway. Ja, wir müssen heute noch ein paar Stunden paddeln eigentlich. Ich hoffe noch vor dem Sonnenuntergang, weil wir haben nämlich mitten im Banff Nationalpark ein Backcountry Campground, nennt sich das hier, reserviert. Man kann hier natürlich nicht irgendwo schlafen, eigentlich darf man überhaupt nicht schlafen hier in dem Nationalpark. Aber in ausgewiesenen Flächen darf man das schon. Und das ist auch nicht einfach bloß ein Campingplatz, sondern das ist eine Wiese am Fluss. Ist auch nur vom Fluss aus erreichbar. Und da müssen wir jetzt hin. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht vorbei. Nicht vorbeifahren, wir dürfen es nicht verpassen. Weil sonst haben wir ein Problem. Wir fahren hier nämlich 56 Kilometer an zwei Tagen. So lange ist unsere Tour, bis wir in Banff wieder ankommen. Also von Lake Louise bis Banff. Oh, oh, oh. Wupp, wupp, wupp. Oh, schön. Naja, wenn die Stromschnellen hier so bleiben, dann ist das entspannt. Wo war ich? Ja, genau. Da müssen wir heute auf jeden Fall noch ankommen. Weil sonst paddeln wir hier ins Dunkle rein. Ja, dann muss ich mal kurz den Bäumen hier ein bisschen ausweichen. Nicht, dass mich die da reindrücken. Oder mich in die Bäume hier reindrücken. Das wäre ungünstig. Das ist ein absolut naturbelassener See. Also was hier umkippt, das kippt halt um. Was hier weggespült wird und was nicht, das wird halt weggespült.
Ist halt so, ne? Und das macht das Ganze auch schön. Deshalb wollen wir ja auch hier paddeln. Um die Natur zu genießen, oder? Ja, wo ist eigentlich denn hier? Schauen wir mal. Bleibt er denn? So. Zumindest müssen wir jetzt erstmal paddeln, bis eine Brücke kommt. Und dann müssen wir aufpassen. Weil dann kommt nämlich irgendwann unser Campingplatz, sage ich jetzt mal. Unsere Wiese am Fluss. Wo wir dann heute nächtigen und morgen geht es dann weiter. Und hoffentlich alles noch im Helm. Oh, jetzt wird es eng. Oh, das ist eine gefährliche Kurve. Da ist flach und außen ist schnell. Mal schauen. Schaffen wir das? Uiuiuiui. Sieht flach aus. Aber es könnte was werden. Da müssen wir auch aufpassen, da ist auch ein Stock im Wasser. Das müssen wir hier durch. Oh, hier bin ich. Baden, baden, baden. Ja. Ja, man muss auch ein bisschen gucken, wo man hinfährt. Gerade hier, wenn so viele Bäume im Wasser liegen. Und Steine und alles. Jetzt ist da Adventure Micha bei Work, bei der Arbeit. In sein Element. Das Wasser. Boah, boah, nass, nass, nass. Ein bisschen rüber hier. Und dann kommen wir gleich wieder schön stromschnellen. Den nehmen wir doch voll mit. Also viel zum Thema Spritzschutz. Es bringt nichts. Geht gar nicht sparen, das Ding mit Spritzschutz. Oh, Stein. Motor, Boot. Immer auf die Eier. Wo ist das Ganze? Ah, liebe, liebe Sonne, bleib ein bisschen oben, dann wollen wir dich loben, denn wir müssen noch vom Helen ankommen. Weg von dem, weg von dem. Große Welle, große Welle! Große Welle, große Welle! Oh, das sind Wellen! Oh, jetzt kommt ein ganz großer Stein! Mit Rollen! Ha! Fuck, kommt noch einer! Na Nils, hast du dir das so vorgestellt? Du, da ist ein Stein! Machst du das mit Absicht? Ich fährt immer voll auf den Stein. Alter Falter. Große Steine. Los, raus aus dem Scheiß. Ich lieb das. Das macht Laune. Ui, ui. Nee. Ach, fick dich doch. Ich hab die Kurve nicht geschafft. Oh, hier ist flach.
Eieiei. Oh, ist das flach. War vielleicht keine gute Idee. Vielleicht doch den anderen Weg nehmen sollen. Ha? Kannst es da lang probieren, da ist tiefer. Kannst da lang probieren, da ist tiefer, aber schneller. Lalalala. Steine, oh, aua. Oh. Ganz sachte. Also mit Kanu schwierig, würde ich sagen. Aber geht. Entspann du. Hui, hui. Ja, da wäre ein bisschen schneller gewesen. Alle Wege führen nach Rom. Irgendwie ist der Nils abhanden gekommen. Da hinten in der Stromschnelle, in der Kurve. Ich weiß nicht, was los ist. Ob er Paddel verloren hat oder in die Bäume gekracht ist, ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, dass er gleich kommt und uns das denn erzählt. Naja. Schauen wir mal. Bisschen Banane. So eine Scheiße. Ich hab auf einmal die Kurve nicht. So eine Scheiße. Puh. Gleich geht's weiter. Ich bin wieder frei. Alter Falter. Das ist eine Kacke. Der Fluss ist arschkalt, hat er. Wieder Späne geben. Freunde, er kommt angepaddelt. Ich sehe ihn. Was auch immer sein Problem war. Schauen wir gleich mal. Sieht man ihn da hinten? Ganz langsam um die Ecke kommen. Uiuiuiui. Bist du etwa ins Wasser gefallen? Du kommst gar nicht mehr wieder. Bist du ins Holz gekracht oder was? Bist du ins Holz gekracht? Nee, nicht gegen das Holz. Ich hab ja vorher gebremst, bevor ich noch weiter gerutscht bin. Ja, das hat er wie lange gedauert? Ja, aber waren viele Steinchen, ne? Puh, schon wieder ganz kalt. Ich sitz fest. So, bin wieder frei. Beeil dich mal ein bisschen hier. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wir müssen mal ankommen hier. Da gleich ist die Sonne weg hinter den Bergen da. Das war noch nicht untergegangen, aber dann wird es frisch hier, glaube ich. Da. Chili Mini! Ein
die Seele baumeln lassen und sich treiben lassen. Ist das nicht geil? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. To the river. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river. The perfect words are left unsaid. You could change your mind when you're intertwined with the water and the waves. So, Freunde, man sieht's, da hinten geht so langsam die Sonne unter. Und wir sind immer noch nicht da. Eben hat es gerade schon ein bisschen gedonnert. Es ist immer noch windig. Und der Nils ist schon ein bisschen demotiviert. Aber wir müssen noch durchbeißen, Freunde. Nützt ja nichts. Wir können ja nicht einfach im Wald schlafen. Da kommt der Bär in der Nacht und nascht uns weg. Aber es ist schön knacken beim Reinbeißen. Also müssen wir durch noch durchhalten, ne? Freunde, die gesuchte Brücke, auf die wir schon so lange warten, die kommt da. Von da soll es eigentlich nicht mehr weit sein. Oh, ich muss schon wieder paddeln hier. Ey. Da wird's flach. Wir müssen da rüber, ja. Da rüber. Das kentern wir da. Hier sind Steine. Hi. Ja, wir chillen hier schon mal schön. Und wir packen noch für die Dullis. Langsam zerrt. Letzten zwei großen Runden, also Kurven, und dann sollten wir eigentlich so langsam mal da sein. Aber das ist schon noch 1, 2, 3 Kilometer. Mindestens. Vielleicht noch 5. Und schön weg von den Bäumen. Und schön rumdriften hier. Das ist wie Driften hier, ne? Geil. Seht ihr das hier, die ganzen Bäume? Einfach umgekippt und dann liegen die im Wasser drin natürlich. Muss man höllisch aufpassen. Ja? Hier räumt keiner auf, hier nimmt hier keiner was weg. Musst du aufpassen auf Steine und Äste. Oder Äste, Wurzeln, alles liegt hier drin. Achtung! <Whee! lacht> Nee, schön. Ah, die dunklen Wolken. Ich hoffe, die lassen uns heute noch in Ruhe. Dass wir wenigstens trocken schlafen können. Weil nass sind wir eh schon. Endspurt! Zwei große Runden sind abgeschlossen. Das heißt, müssen wir noch einmal ein bisschen links und dann vielleicht rechts und dann müssen wir eigentlich schon da sein. Also gleich geschafft. Immer noch ein Stück, oder? Ist immer noch ein Stück. Nenn dich weit. Nicht hier, rechts, sondern kurz da, wo die Bäume sind. Kurz dahinter muss das sein. Da, wo die beiden schrägen Bäume sind. Das ist auch gar nichts ausgeschildert ist, ne? Das ist ganz schön, gar nicht so einfach. Gerade im Dunkeln. So, meine Freunde, wir sind angekommen auf unserem Campingplatz. Der Nils, der kämpft noch mit seinem
Zeltaufbau. Mein Schlafsetup. Ja, man sieht es kaum. Aber hier zeige ich euch gerne morgen früh nochmal. Ist aber ein Biwaksack, ganz einfach mit Schlafsack. Der leider ein bisschen nass geworden ist. Ja, Isomatte. So, ansonsten gibt es hier. Guck mal, kann man ein bisschen mehr. Nee, so. Mehr Licht geht nicht. Gibt es hier nicht allzu viel. Hier gibt es zwar noch eine Feuerstelle, wo wir jetzt allerdings nicht mehr Feuer machen werden, weil ich auch denke, dass das Holz hier relativ nass sein wird. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt Feuer machen kann. Da hinten, was da so komisch leuchtet, das sind, wir können ja mal kurz hingehen. Das da sind Bärenschränke. Ne? Da kann man sein Essen und alle Sachen halt, die komisch riechen oder sowas, einschließen, damit sie vor dem Bär geschützt sind. Der Bär kriegt seine Pfote hier nicht rein, dann kommt er da nicht ran. Ne? So, ich sehe schon fast gar nichts mehr. Es ist auch stockdunkel schon. Ja, wir sind mitten Mutterseen allein im Wald. Jetzt habe ich mich schon verlaufen, siehst du? Eine Sekunde nicht hingeguckt, schon irgendwo mitten im Wald. Wo muss ich denn hier raus? Oder Weg? Ach, hier. Ach Gott, oh Gott. Das war jetzt 10 vor 8. Und den Ausstieg haben wir auch schon fast verpasst. Also wir haben ihn eigentlich verpasst, weil es ist nichts ausgeschildert. Ja, also dieser Platz hier. Und mein Navi hat sich nicht so schnell aktualisiert. Und naja, erkennen tut man hier sowieso nichts. Oh, es blitzt, es blitzt. Ich weiß nicht genau, ob das alles so richtig ist. Ist der Eingang hier? Ja. Das ist ja geil. Decathlon-Zelt. Günstig. Ja, ja, Mücken sind ohne Ende am Start hier. Ohne Ende. So, eins wollte ich euch noch zeigen. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir uns noch schnell was zu essen. Auf dem Kocher. Aber wenn man da so hinguckt, sieht man nichts. Aber da ist der Fluss. So, hier ist die Anlandungsstelle. Eigentlich, wenn man hier so guckt, sieht es einfach aus. War es aber nicht. Ein Mückenzieher. Freunde, so, ich melde mich nachher nochmal. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen noch was jam und ein bisschen was trinken. Wichtig. Das haben wir nämlich viel zu wenig gemacht auf der Tour. Das waren jetzt 4-5 Stunden paddeln. 4 würde ich sagen, ne? 4 Stunden paddeln. Durchweg. Pff. So, noch nicht mal die Hälfte geschafft. Morgen geht's weiter. Da kommen nochmal 6. Ich freue mich. Ich glaube, das Wasser kocht. Gibt's Yummy Yummy jetzt. So. Geblitzt oder was war das? Was? Hat es gerade geblitzt oder was war das? Kann sein, ja. Das ist ein Gold reingesteckt. Ich weiß nicht, was das ist. Da war auch ein halber Maiskolben drin. Das ist hier, das ist eine Bohne. Was war das? Wie heißt das nochmal? China-Kack. Ich weiß gar nicht. Asbest. Das hat gedonnert. Ja, ja, der Blitz hier und Donner. Solange es nicht regnet, ist alles gut. China, wie heißt das? China-Kack. Wie heißt das? Was ist da drin? Espresso. Ja, wie lange muss das jetzt ziehen? Steht doch da. 18 bis 20 Minuten. Findest du es jetzt super, wenn wir ein Lagerfeuer gemacht haben? Das ist doch super. Ja? Machen wir eine Grillwurst. Oh, geil. Oh, das ist ein Pfefferbeißer, Alter. Ein Schaf. Schieb mal weiter rum in den Brenner. Ist das auch eine Bratwurst, oder? So, wir essen jetzt schön und dann hauen wir uns in eine Falle, würde ich sagen. Und dann geht es morgen weiter. Also, tschüss mit Ö, bis morgen. Leute, es regnet, es windet
und es gewittert draußen. Oh Mann, das kann eine Nacht werden.